Wir sind Anonymous. Wir möchten auf die sogenannte GEMA-Vermutung hinweisen. Diese besagt, dass Betreiber und Künstler von Aufführungen vorher stets beweisen müssen, dass die gespielte Musik nicht GEMA-pflichtig ist. Es ist Aufgabe des Betreibers, dies zu tun. Tut er das nicht oder ist die Situation unklar, so ist die gespielte Musik aufgrund der GEMA-Vermutung automatisch gebührenpflichtig. Selbst bei ausländischen Werken müssen die bürgerlichen Namen von Komponisten, Textern, Bearbeitern und Musiklabels erfasst werden. Dies bedeutet einen enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Anonymous unterstützt alle aktuellen Aktionen, die GEMA-Vermutung abzuschaffen. Hilf auch du uns. Den Link zur Anti-GEMA-Unterschriftenaktion sowie Informationen zum am 13. Oktober 2012 stattfindenden Paperstorm findest du in der Videobeschreibung. Die GEMA hat begonnen. We are Anonymous. We are Legion. Expect us. We have cookies. GEMA does not.